herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder in Troisdorf bei Subi Performance. Hi. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, geht es heute an diesem 10-Zylinder weiter. So. Ein großes Problem war ja, wir müssen die Lagergasse noch machen. Korrekt. Die war ja schon, ich sag jetzt mal, gebohrt. Ja. Muss aber noch gewohnt werden. Genau, die hat noch 400 Untermaß. Genau. So, nun hattest du die Idee bzw. den Wunsch, du willst das nicht einfach so durchhonen, yes, sondern würdest lieber eine Hohlenbrille bauen, fräsen. Mhm. Das ist der Riesenvorteil hier an dieser dezenten, schlanken Dreiachsfräse da hinten, ja, dass du sowas mal schnell bauen kannst. Genau, das macht uns relativ flexibel. Deswegen vielen Dank an NG Motorsports, Renke, dass du es so schnell organisiert hast, dass wir zwei solche Aluklötze bekommen haben. Für den Billetblock ist sie leider noch ein bisschen zu klein. Nächste Lieferung. Aber beim nächsten Mal könnt ihr ja ein bisschen größer machen. Und nee, ich vermute mal, das Ding soll so hier drauf. Ja. Warum? Wenn wir die, also diese Platte vorab sollte den Zylinderkopf im montierten Zustand simulieren. Wenn wir hier richtig Zugkräfte quasi beim Anziehen mit unseren Super Pro Series Bolzen reinbringen, dann könnte, weil wir können es wirklich nicht, wir müssen das Ding dafür wahrscheinlich in ein Labor bringen, um das herauszufinden, könnten Zugkräfte in dem Material dafür sorgen, dass sich der Block verwindet. Aus diesem Grund werden wir eine Platte bauen, die wir hier drauflegen und dann ordentlich anziehen. Mhm. Dann können wir messen, ob was mit der Hauptlagergasse passiert. Mit den Büchsen hier oben oder mit den Bohrungen hier oben wird definitiv was passieren. Mhm. Okay, das heißt, eigentlich machen wir zwei Sachen damit. Einmal verspannen für Lagergasse. Genau. Und einmal verspannen, um ihn passend zu hohen. Genau, deswegen auch Hohenbrille genannt. Ne? Deswegen müssen die auch wahrscheinlich Löcher rein, dass du dann später durchkommst. Genau. Okay. Hast du das schon mal, also hast du da Erfahrung mit, ob sich das verzieht? Konntest du das schon mal messen? Also ganz, ganz viele Motoren haben, vor allem Aluminiummotoren, haben das Problem, dass sich das definitiv verzieht. Ich denke mal, beim Boxermotor wird das wahrscheinlich ein bisschen weniger das Problem sein. Nee, wirklich, besonders der E25 mit diesen dünnen Zylinderwänden, der verzieht sich die Buchse im oberen Bereich um 300-400 mm. Ah ja, aber ich meinte jetzt in Bezug auf Lagergasse. Lagergasse nicht, nee. Da nicht, okay. Da nicht. Aber ich könnte mir speziell bei dem Motor auch vorstellen, weil der geht ja nun mal leider kaputt, weil er so filigran ist. Und wenn du hier so reinguckst, wie schon in Richtung leicht und filigran das alles so gebaut ist, ja, dann könnte ich mir das auch vorstellen, dass da ein bisschen was ist. Was ist so ein Maß, ab wo das kritisch wird bei der Lagergasse? Was sagst du, dürfte die sich im Betrieb verziehen, ohne dass es sofort frisst? Also wir werden da ein Lagerspiel von 400 mm circa anpeilen und deswegen sage ich im Bereich von unter einem Hundertstel, 5000stel bis ein Hundertstel, in dem Bereich dürfte sich das So genau muss bewegen. Das schon am Ende betriebsfähig sein. 400stel ist auch relativ wenig, oder? Wegen Alumotor. Wir haben ja hier eine hochfeste Kurbelwelle drin, die aus Stahl ist und eben den Aluminiumblock. Die Kurbelwelle dehnt sich weniger aus wie das Aluminium und somit haben wir im Betrieb bestimmt ein Hauptlagerspiel von 700stel, 600stel mm. Das heißt, das sind eigentlich auch so typische Schritte, wo wir uns mit dem Motor schon eigentlich so ein bisschen rantasten müssen mit der Zeit, ne? Wo man wahrscheinlich schon eher mal zerlegen muss nach ein paar tausend Kilometern und gucken muss, inwieweit das so... Also ich habe schon relativ gute Erfahrungen mit den Aluminiummotoren, in welche Richtung das gut funktioniert. Denn man muss ja auch darüber nachdenken, dass das Pleuellagerspiel dazu angepasst wird. Wenn quasi das Hauptlagerspiel 400 im kalten Zustand hat und dann im warmen 600, wir würden von vornherein mehr machen, dann haben wir irgendwann 800 Hauptlagerspiel, dann würde das Pleuellager zu wenig Druck nur abbekommen. Ah. Und dann haben wir schon ein Problem. Ne? Weil die Ölversorgung fürs Pleuellager immer durch das Hauptlager von der Kurve ist. Genau. Das heißt, wenn da das Spiel zu groß ist, geht zu viel Öl weg und es kommt nichts mehr ins Pleuellager rein. Richtig. Das heißt, du würdest dann tendenziell in dem Moment das Pleuellagerspiel kleiner machen? Nee, ich würde das Hauptlagerspiel kleiner machen. Hauptlagerspiel kleiner machen. Ja. Nee, okay, also bringt dann auch nichts in dem Moment, das Pleuellagerspiel ein bisschen kleiner zu machen, damit das Öl, was da noch ankommt. Dann müsste auch die thermische Belastung, wenn wir jetzt schon unter 400stel mm gehen, zu hoch. Zu hoch, okay. Ja, also Hohenbrille bauen. Das ist unser Job für heute. Das geht, dass sie aus Alu ist. Ich meine, theoretisch, Kopf ist auch aus Alu. Ja. Das reicht vollkommen aus, wenn du den anknallst da drauf. Das ist hier eine 40 mm stabile Platte, das ist aus dem hochlegierten Aluminium. Sehr stabil, gut funktioniert. Okay, das heißt, du musst dir jetzt irgendwie Gedanken machen, wie wir eine Zeichnung hinkriegen, dass aus dieser Platte ein Zylinderkopfdichtung ähnliches Gebilde entsteht, das du hier anziehen kannst. Genau. Also
die perfekteste Lösung wäre, wenn wir hier jetzt einen 3D-Scanner nehmen und daraus ein 3D-Modell machen, dann haben wir schon mal die Oberfläche. Aber da haben wir leider nicht hier. Also Messschieber und Stift und Papier. Erstmal hier die ganzen Bohrungen für die Kopfschrauben und den Zylinderabstand und das alles erstmal ausmessen. Aber das kriegst du per Hand sauber genug rausgemessen. Ja. Es ist ja auch noch so, dass die Konstrukteure von diesen Motoren sich manchmal schon was dabei gedacht haben und die mussten das ja auch irgendwann mal konstruieren. Das sind in der Regel immer relativ gerade Maße. Die Frage ist, ob die italienischen Konstrukteure hier auch so guten Espresso hatten und dementsprechend. Wenn die in ihren Espresso nicht so viel Sambuca reingemacht haben, sollte gerade das auch Maße genommen haben. Aber der Zylinderabstand sollte 88 mm sein. Genau. Und ja, eigentlich brauchen wir ja nur den Zylinderabstand und die Bolzen. Der Rest ist ja. Ja. Weil ich vermute mal, dass du diese Platte wahrscheinlich schon einigermaßen passend. Genau, ich habe Vorfeld ausgemessen. Hast. Also im ersten, ja, ich habe wirklich einfach nur mal den Zollstock dran gehalten, habe gesagt, gut, das ist 50, das war 16 cm. Mhm. Und ja, so würden wir anfangen. So, grobe Zeichnung ist gemacht. Ich habe mir die Maße von den Kopfschrauben und den Abständen eben rausgemessen. Und das Ding nehmen wir jetzt und laufen erstmal in den Computer und zeichnen das im CAD-Programm. So, das heißt, du zeichnest jetzt mit diesem Programm die ganzen Sachen immer. Mhm. Und dann gibt es einen Converter, der automatisch die Software für die Haas dafür schreibt? Genau, richtig. Das ist hier das CAD-CAM, so heißt das. Das CAM-Programm schreibt dann quasi in Maschinensprache das für die CNC. Das ist ja eigentlich recht einfach, ne? Ja, super einfach. Nee, es wird, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja keine, also ich habe das ja nie irgendwo gelernt und ich habe mir die Maschinen gekauft, dann habe ich mich ein bisschen mit dem Programm befasst und es ist nichts anderes wie das, was wir hier jetzt erstmal gemacht haben, dass wir das erstmal einfach in quasi in einer Dimension aufzeichnen, habe ich hier ein bisschen genauer gemacht. Mhm. Das Schöne ist, wir können halt wirklich sehr genau arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will diese Skizze hier nochmal bearbeiten, dann sind hier alle Maße drauf und das geht hier bis auf einen tausendstel Millimeter, wenn ich hier so reinzoome und sage, ich will den Mittelpunkt ein bisschen verändern. Soll ich dir sagen, was mir bei der Skizze schon wieder direkt auffällt? Ja. Wie dünn diese Zylinderwände sind. Boah, das habe ich mir auch gedacht. wenn ich das Ding gleich in ein 3D-Modell umbaue, dann kommt dir das noch schlimmer rüber. Okay. Fünf Zylinder sollte klar sein, das ist die Platte, die Andi eben ausgemessen hatte. Mhm. Hier machst du jetzt 83,5 mm. Ja, richtig. Wir haben ja eigentlich eine Bohrung von 83, einfach um ein bisschen mehr Luft zu haben, wenn du dann später den hohen Kopf besser reinbekommst. Okay. Ich habe ja auch hier L5, damit wir locker die Stehbolzen durchbekommen. Mhm. Das ändert jetzt nichts an dem System. Okay. Ja, das ist ja wirklich recht. Ganz einfach gezeichnet. Dann kann man daraus eben ein 3D-Modell machen, den man jetzt quasi andrückt, was man zu einem Volumenkörper umbauen will. Und das würde ich halt so jetzt einfach machen. So. Den habe ich noch vergessen. Wie viele Stunden zeichnest du hier so pro Tag? Manchmal habe ich ein bisschen mehr am Zeichnen und mehr am Motoren bauen. Ja, manchmal habe ich jetzt nicht so viel Zeit dafür. Aber, oh, jetzt habe ich leider was vergessen. Aber egal. Dann kann ich das halt zu einer Platte hochziehen. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt vorstelle, wenn ich das jetzt wieder alles anklicke. Aber könntest du auch da drin jetzt hier noch Radien und so weiter anmachen? Ja, ja. Das ist kein Problem. Okay. Da klicke ich einfach hier drauf und dann hier auf die Kante und dann könnte ich da das runden. Gibt es jetzt zum Beispiel auch Sachen, was ich mir noch vorstelle, die du da jetzt konstruierst, die sich aber später gar nicht fertigen lassen? Erkennt das System dann automatisch mit irgendwelchen Hinterschneidungen oder irgendwelche Radien, wo du mit dem Fräskopf gar nicht reinkommst? Oder kannst du theoretisch einen Crash fahren dann? Wir machen gleich eine Simulation, wie der eigentliche Fräsvorgang ist. Mhm. Und da können wir dann sehen, falls wir einen Crash fahren oder nicht. Okay, schon mal passiert? Nee, wirklich. Glaubt mir zwar keiner, aber ich hab mal einen Block zerstört, aber das war wirklich eine Dummheit, dass ich die Höhe vom Werkzeug nicht richtig eingegeben habe. Dann hast du mal schnell 8 mm weggeplant. Ja, richtig. Aber da ich ein ganzes Regal da voll stehen habe, war das jetzt nicht das Problem. Ja. Okay. Körper haben wir so. Und das war jetzt eigentlich die eigentliche Zeichnung. Ne? Dann geht man hier oben auf Fertigen, dann wollen wir jetzt die Platte, so wie sie hier ist, fertigen. Okay. Und, das heißt, das sind jetzt schon die einzelnen Frischspuren, wo er dann fährt. Genau, also ich war schon fleißig, also wenn ich das jetzt erstmal ausmache, dann sage ich jetzt, in was will ich eine Kontur fräsen, will ich ein Gewinde schneiden, will ich irgendwelches Adaptive Clearing machen oder so, sprich eine komplette Platte einfach frei fräsen.
Ja. Aber das heißt, wenn du jetzt hier zum Beispiel da was anklickst, die... Ich mache das gerade nur unsichtbar, damit man es nicht sieht. Aber das hast du also doch mehr oder weniger schon selber bestimmt. Zwar nicht jetzt jede einzelne Linie, aber du hast ihm schon gesagt, welche Teile er abfahren soll, oder wie? Ja, ja, richtig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will jetzt zirkular was abfräsen, dann wähle ich erstmal den Fräser aus, den ich hier brauche. Ah, okay, verstehe. Also da gibt es einen Haufen von Fräsern, wie du siehst. Also du musst schon in gewisser Weise dir Gedanken machen, wie das Ganze gefertigt wird. Ja. Richtig. Mhm. In großen Firmen ist es auch so, dass der eine zeichnet und der andere macht die Fertigung und ein nächster steht an der Maschine. Also, aber ist halt schon wirklich ein Riesenvorteil, dass du das halt einfach so machen kannst. Ja. So, weil ich will nicht wissen, wie viele, das geht ja bei allem los, wenn es mal eine Halterung ist, die einen Winkel haben muss. Total, auch, ich benutze das Ding täglich. Also jedes Mal sage ich, freue ich mich, dass das Ding für einen Werkzeugbau ist das schon echt praktisch. Ja. So, jetzt haben wir hier die Zirkularfräsen angewählt, dann fragt er mich, okay, was willst du zirkular fräsen? Und dann kann ich halt hier dann sagen, ich will jetzt diese Kreisform und diese Kreisform. Dann fängt es an, dass man die Höhen eingibt, quasi wo der Fräser anfängt, wo er aufhören soll. Dann fängt das mit Durchgängen an, mit wie viel Schrubbvorgang und wie viel wieder fein und ganz viel. Also das ist wirklich komplex, hier mit Drehzahlen. Also bis zum Zeichnen hätte ich beinahe noch gesagt, würde ich mich da selber auch rantrauen, aber okay, das ist dann ja wirklich auch Produktionserfahrung. So ja, wirklich. Ich hab den Vorteil, dass ich halt viel Aluminium mache und da kann man sagt so, verzeiht ein bisschen. Also Aluminium sagen die Jungs immer, ja, Aluminium einfach mal Volllast, funktioniert, ne? Mhm. Aber wenn du jetzt so irgendwas aus hochlegierten Stahl fräsen musst, dann musst du schon und vorsichtig arbeiten. Wenn es anfängt zu rattern. Genau. Okay, ja. Also ab zur Maschine auf Knopf drücken. Noch nicht ganz. Ich wollte euch doch zeigen, wie das mit der Simulation aussieht. Das ist ja das Gute, dass man da quasi Crashs, die eventuell passieren, sehen kann. Dann kann man hier auf Simulieren gehen und das ist dann der eigentliche Vorgang, wie das Ding da rumfährt. Und das kann ich halt auch hier in schnell abspielen. Und wenn jetzt zum Beispiel wirklich ein Crash hätte, dann würde das hier rot, hier würde dann auf der Leiste und was rutschen. Also er überprüft es dann immerhin so. Ja, richtig. Das ist schon cool. Und bei der Platte ist es jetzt halt so, bis auf die Planflächen auf der Unterseite ist wahrscheinlich von Toleranzen her alles fast egal von der Maßhaltigkeit her, ne? Ja, also diese Bohrung, das muss schon passen, ne? Also mit den Stehbolzen, da könnte man sich ja auch mal vertun, dann passt die eine Schraube nicht rein. Ja, schon klar, aber ich sag mal, da kommt es jetzt ja nicht auf ein Hundertstel drauf an. Ne, ja, genau. So, ne, weil die Löcher werden ja wahrscheinlich, wie viel sind die größer, einen halben Millimeter? Ja. Im Durchmesser? Ja. Und die Platte von der Planheit können wir so vom Hersteller, wie sie angekommen ist, nehmen oder musst du nochmal rüberplanen? Nee, wir planen auch nochmal rüber. Nochmal rüberplanen. Ja. Okay. Das ist auch hier drin, dann machst du einmal tschuk, tschuk. Und dann drehen wir die einmal und machen das nochmal. Ja, jetzt geht's an der Maschine weiter. Wir haben es ja zum Glück nicht so weit. Ne? Da. Ja, ich spanne jetzt erstmal die Aluminiumplatte da rein. Mein Punkt, wo quasi 0 ist, Z-Achse XY ist hier, genau da vorne die Ecke, damit die Maschine weiß, wo es losgeht. Das ist jetzt kein Problem, dass sie theoretisch nur auf den Spitzen aufliegt? Da wir später gleich nochmal drüber planen, nein. Genau genommen würde sich während des Fressvorgangs, sagen wir mal, im Hundertstelbereich leicht absetzen. Mhm. Okay. Aber da du ganz am Ende rüberschubst, ist eh. Ja. So. Das heißt, wir nehmen uns jetzt erstmal unseren Ready-Shot-Taster und tasten erstmal um die Ecke an. Dass da nichts zwischen ist. Jetzt gibt es hier die Funktion Outer Corner und dann sage ich dem einfach, wir sind jetzt hier an Ecke 3 vom Werkstück, sagen wir X-Achse 350 mm und Y-Achse, was war das, dass er bis in die Hälfte fährt, 80 mm. Und 12,7 tief sollte passen. Musik.
Das an, feinste Ware hier wieder. Das ist das Ding. Ja, so schnell geht das, ne? Ja. Sah Kinder leicht aus. Ist doch eigentlich auch kein Ding. Also ich glaube, für so einen richtigen CNC-Spezialisten, der lacht darüber. Ich könnte mir vorstellen, so eine Platte machst du dann dementsprechend wahrscheinlich fast für jeden Motor. Ja, also ohne Rundrille hohen ist eigentlich No-Go. Mhm. Meistens geht es ja ums Hohen. Dass das jetzt Aluminium ist, ist kein Problem. Auch von der Auflagefläche beim Anziehen. Gar kein Problem. Ich mache hier nochmal eine Zylinderkopfdichtung drunter. Das Ganze hat jetzt eine halbe Stunde gedauert, ne? Jawohl. Jetzt brauchen wir nur noch diese kleinen Verlängerungen. Wir können theoretisch gesehen auch eine so dicke Platte fräsen, damit das passt. Aber so ist es von der Stabilität voll gegeben. Was heißt damit das passt? Du meinst, damit du die originalen Stehbolzen nehmen richtig, kannst, die genau. Du sonst so festhältst, weil du da später auch richtig Druck drauf machst. Also du ziehst die später genauso an, wie es im Betrieb auch sein muss. Richtig. Ich verwende genau die Stehbolzen, mit denen der Motor zusammengeschraubt wird und auch mit dem vorgegebenen Anzugsdrehmoment. Das sind jetzt nur hier provisorische Schrauben, um euch das zu zeigen. Ja, sieht auf jeden Fall direkt nach 50 PS mehr aus. So. Passt, würde ich sagen, ja. Mhm. Jetzt könnten wir ja eigentlich zwei Kopfdichtungen machen und eine Stroker-Welle reinmachen, dass das Ding danach sieben Liter Hubraum hat und wir schrauben hier die Köpfe da drauf. Genau, Adapterplatte. Alle machen Versteifungsplatte unten, wir machen Verlängerungsplatte. Überlegungskit. Genau. Eine Blockverlängerung. Und dann so Sleeve einpressen. Ja. Da müssen wir zwar da unten wahrscheinlich so richtig Platz reinmachen, ne, damit die Welle da noch überhaupt das passt. Aber okay. Ja, wie ihr merkt, wir haben noch ein paar dumme Ideen im Kopf. Ja, so, cool. Das war ja eigentlich recht einfach, war aber ein notwendiger Schritt, damit wir als nächstes mit der Lager so weitermachen können. Genau. Das heißt, du wartest jetzt noch auf die Vorrichtung, um den Block aufzuspannen. Ja. Und dann geht es da direkt weiter mit Lagergasse hohnen. Richtig, auch noch mit dem Umbau, dass wir die schön hohnen können. Mhm. Ne? Das ist auch bald zu sehen. Sobald die Lagergasse fertig ist, geht es dann an die Buchsen. Nee, ich würde erst die Buchsen machen. Doch, erst die Buchsen. Okay. Ja, weil beim Einpressen der Buchsen und Temperatur und so kann sein, dass nochmal was mit der Lagergasse passiert. Mhm. Deswegen würde ich definitiv... Kann man die Platte theoretisch auch jetzt nutzen zum Einpressen der Buchsen? Nee. Lieber nicht. Nee. Also da der Block generell auch sehr filigran aufgebaut ist, würde ich den mit nicht zu einer großen... sagen wir mal Untermaßpassung. Man macht das ja so, dass man entweder die Buchse mit Stickstoff kühlt oder den Block erhitzt. Mhm. Aber hier würde ich vielleicht mit Temperaturen von 100, 150 Grad den Block erhitzen, Buchse schön aus dem Kühlschrank holen und dann muss sie passen. Das heißt, sie braucht auch gar nicht über Nacht gegengezogen werden. Also ich wollte sie jetzt nicht hier mit ranziehen, sondern einfach nur gegenhalten. Ja genau, das könnte man machen. Das könnte man machen. So, okay. Wenn das während den Angleichungsprozess der Temperaturen, dass sich da nichts hochdrückt oder so. Das werden auf jeden Fall noch höchstgradig interessante Videos, weil die Thematik Buchsen ist, glaube ich, eine Thematik, die im Internet spannend ist, ja. Weil ganz viele ja immer glauben, das funktioniert nicht und es wird undicht und so weiter. Mhm. Und genau deswegen werden wir das Ganze auf jeden Fall von Null aus auf den Kopf stellen und angucken. Man muss auf jeden Fall ziemlich präzise arbeiten, denn dann funktioniert es auch nicht. Ja. Ja, so. Ich würde sagen, Feierabend für heute. Wir haben einen langen Tag hinter uns. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.